Um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, gibt es aber natürlich neben professioneller psychologischer Beratung auch eine Vielzahl an alternativen Möglichkeiten. Mentaltraining zum Beispiel hilft uns dabei, unsere Gedanken zu steuern und vom Negativen ins Positive zu wandeln. Ich sage immer, alles beginnt bei einem Gedanken. Wenn du aufstehst, ist der erste Gedanke, ich muss aufstehen. Deswegen haben Gedanken den größten Einfluss für unseren Körper. So wie beim Eisbergmodell erklärt, wir haben 10% im Tagesbewusstsein und 90% ungefähr im Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein schläft nie. Das arbeitet, das sieht, das hört und da sind unsere Archive drinnen, wo wir alles gespeichert haben. Und daher wird vieles im Tagesbewusstsein vom Unterbewusstsein gelenkt. Und das kann man lernen, dass man im Unterbewusstsein das Negative ins Positive umformuliert. Zusätzlich dazu sorgen energetische Behandlungen wie Klangschallenanwendungen, Raindrop-Energetik oder Ildo-Körperkerzen für Entspannung und Harmonisierung. Aber auch mit Hypnose kann man die Gedanken nachhaltig beeinflussen und verändern. Naja, der Hypnotiseur oder der Mentaltrainer ist im Grunde jetzt ein Werkzeug. Er kann dem Klienten zeigen, wie er seine Gedankenmustern im Grunde verändern kann. Ja? Das heißt, negative Gedanken, wie von Dr. Emoto mit seinen Wasserkristallen auch gezeigt wurde, kann man mit positiven Gedanken natürlich dann verändern. Das heißt, unser Gedankenmuster, unsere Struktur in unserem Kopf kann man sehr wohl mit positiven Gedanken am Tag verändern. Unsere Gedanken beherrschen unsere Gefühle und beeinflussen unsere Gesundheit. Und umso positiver man durch das Leben geht, umso positiver spiegelt sich dies auch in unserer Gesundheit wider.